Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir ja gegen diese Silhouetten gekämpft in der illusionärischen Dunkelheit, irgendwie die letzten Gegner, und haben sozusagen das gesamte Gebiet abgeschlossen. Und jetzt bin ich hier und suche wieder das Viech und habe es auch gefunden. Und jetzt treffen wir uns das Viech vor. Und ich wollte eigentlich hier so schön geile Szenerie herstellen, wie wir hier so im Wald auf das Viech warten, aber die ganzen Viecher gehen mir hier auf den Nerven und ich kann nicht, also ja, sehr schön. Wir ballern uns jetzt das Ding rein hier und machen das Ding jetzt fertig. Das letzte Ex-Monster hier, den Xenobronz. Und hoffentlich schaffen wir ihn diesmal. Wir haben ihn ja letztes Mal schon fast geschafft und da waren wir, weiß ich nicht, 30 Level niedriger. Also wird das, glaube ich, jetzt kein Problem sein, oder? Ich glaube mal, 109, ist er stärker geworden? Er ist jetzt nicht stärker geworden, oder? Dann wart ihr alles umsonst, Mann. Oh. Okay, er wird aber gestunt von einigen Angriffen. Hilfe! Willst du mich auf den Arm nehmen? Der ist stärker geworden, ne? Boah. Ja, ne, der konnte sich doch heilen. Ich Volltrottel. Ich muss ihn ja die ganze Zeit anzünden und so. Verdammt, warum habe ich Elben nicht mitgenommen? Ey, was ist denn hier schon? Ich habe doch vieles wiederbelebt. Ja, toll, der ist da, deswegen, ne? Ey, ich verstehe. Was ist denn hier auf einmal los? Ey, ich krieg auch voll auf die Mütze. Ich habe gar keine Chance gegen den. Oh nein, nicht das. Echt stärker geworden. Ich krieg die Krise, ey. Ich verstehe echt nicht, warum die nie. Verstehe echt nicht, warum die nie Elise überhaupt wieder wegen immer kommen lässt. Und beleben die andere wieder, ne? Ja, okay, war jetzt ein taktischer Fehler von mir. Ich habe jetzt nicht Elvin mitgenommen. Der schafft es ja, hat Viech immer sofort zu vergiften. Zu verbrennen. Nein. Ja, das wird natürlich jetzt nicht mehr so viel bringen, ne? Außer wohl vielleicht auch hier bringt das noch was. Ich weiß, es ist einseitig, aber ist mir egal. Ob wir schaffen das Viech hier mal. Boah, ich ziehe hier 100.000 mit ab. Ist mir vollkommen egal. Hauptsache, der Typ ist geschafft. Boah, der Treffer, ey. Und zack. Es ist noch Eternal Walls. Wenn nachverrecken war, ne? Boah, das hat's gebracht. Ja, genau. Der lässt sich nicht mal verbrennen, Mann. Guck sich das mal an. Ey, wir haben keine Chance gegen den. Komm, ist mein Dings wieder vorbei, habe ich keine Chance. Ey, was ist das? Ich krieg den nicht klein. Ey, was ist das? Der ist viel stärker geworden jetzt. Ich dachte, wir werden jetzt den Boden mit den aufwischen, ey. Ja, das gibt's doch nicht. Ey, das ist doch jetzt ein Witz. Vor allem, der heilt sich jetzt wieder hoch, ne? Das ist so eine Verarschung, ne? Ich fühle mich gerade so gelinkt. Ey. Ja. Ach. Ja, das ist jetzt richtig übel, Dreck, mies. Ich komme nicht dazu, irgendwas zu machen. Oder heilt er sich jetzt nicht mehr hoch? Oder viel zu langsam wahrscheinlich. Ey.
Ma! Ich kriege ihn auch nicht verbrannt oder irgendwie sowas. Ja, geil. Ja, und nun? Der lässt sich nicht verbrennen. Einer, kennst du den noch? Na toll, jetzt bringt's auch voll. Er ist so blöd. Warum ist denn er jetzt resistent gegen das Zeug? Oh. Ja, okay. Ja, ist er jetzt Kacke. Ist Kacke jetzt. Ich kann ihn nicht vergiften, ey. Ich kann gar nichts gegen ihn machen. Ja, super. Da kann ich laden. Noch mal versuchen, den hier zu, weiß ich nicht. Gehen wir mal mit einem anderen Team rein. Ja, das gibt's doch einfach nicht, ey. Ja, hier ist Aklan Sumpf. Wollte ich gar nicht. Ja, mit denen und mit ihr hatten wir versucht. Er hat immer Höllenfeuer eingesehen und hat immer den Typen verbrannt. Also, ja, das werden wir versuchen. So, hier war das. Verstehe ich nicht. Warum ist der stärker geworden? Ganz ehrlich. Wer gerade gegen zwei Level 140er kämpft, dann kommt der und macht Level 169. So stark war der vorher nicht. So war die Verarschung. Ja. So ein Dreck. Hey. Dachte ich, ich könnte ihn jetzt endlich mal erledigen. Aber das ganze Jahr nicht gemacht, um für den zu trainieren oder so, aber weiß nicht. Na warte, ich werde auf jeden Fall noch hier in der illusionären Dunkelheit trainieren. Ich werde noch Level 200 erreichen am Ende des Let's Plays. Da ist er direkt. Was zum Teufel? Ach. Na. Komm schon. Ich mach dich kalt. Warte mal, ich hatte doch Elvin ja so benutzt. Warte. Dingens. Ich brauche irgendwas hier, weiß ich nicht. Höllenfeuer. Elven. Und er ist verbrannt, sehr gut. Vielleicht klappt es ja doch. Ich muss ihn nur damit nerven. Wieso kriege ich ihn jetzt gekettet? Ich verstehe es nicht. Hilfe. So, verbrennen bitte. Ach verdammt. Sehr gut. So klappt's vielleicht. Ja, da mache ich jetzt auch hier. Warte. Ja, verdammt. Nein. Sack. Nein. Jetzt so viel Schaden rausdrücken können, ey. Elise, könntest du vielleicht mal Leia wieder beleben? Das wäre so geil. Boah, Elise, ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht gerade der beste Zeitpunkt. Sehr gut, verbrannt. Nein, nicht verbrannt.
Ah, vergiftet. Vergiftet und verbrannt, sehr gut. Verstanden, wir kriegen ordentlich Schaden bei dem rein. Hilfe, Hilfe. Okay, weg. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Boah, so schaffen wir den, glaube ich. Wie, du triffst mich von da aus. Komm mal her. Nein, nein. Oh Gott. Nein, Mann. Und zack. Aber schon, wird doch irgendwie was, oder? Oh Mann. Verbrenn den. Verbrenn den, habe ich gesagt. Hilfe. Ja genau, Leia mit ihrem Multi-Objekt. Nein, hier. Boah, Elvin, wenn du jetzt Dings einsetzt, ne? Boah, Elvin. Ja, okay, so geht auch. Nix da. Weiß es billig, ist mir egal. Ich will auch noch mal irgendwann Leute kaputt kriegen. Ja, wieder bei 1. Im letzten Kampf hatte ich eine 100er Combo, Mann. Ich bin noch ein Titel in der Beziehung, also. Ich wüsste, glaube ich, wie man den einfach kriegen könnte. Habe ich auch im ersten Teil geschafft mit Leia, mit ihrem einen Angriff, wo sie so wiederholt trifft. Ja, spannend, ne? Warum kannst du dadurch nicht brennen? Was zum Teufel? Ja, irgendwie so ein Feuerangriff, aber bringt nichts. Weil das ist überaus spannend, den enormen Skill hier zu begutachten. Ich war auch voll gebufft hier vom Bildschirm gerade, wenn ich das sehen würde. Und zack. Als voll gebufft, ein paar tausend Schaden hat er schon abgezogen, aber trotzdem. So, Elvin, verbrennen, bitte. Wie nicht verbrannt. Warum klappt das nicht mehr? Was zum Teufel? Ey, was zum Teufel? Da kommt ihr wieder zum Leben, ne? Dann da schon wieder. Sehr gut. Geh weg, geh weg. Mann. Boah, wir setzen jetzt hier. Boah, Elise. Halt auf, die Items einzusetzen. Ich mach das schon. Ah, nein. Nicht abstellen. Aber der ist verbrannt. Sehr gut. Guck mal her. Ach, verdammt, der wertet ja ab. Ne? Mann. Und jetzt awesome wieder.
Hilfe! Warum bin ich so langsam mit den Knarren, ganz ehrlich? Das war giftet sehr gut. Hilfe! Oh Mann. Sehr gut. Ja, wenigstens brennt er. Nein! Was? Wie lebt er noch? Boah! Was? Nein! Ist der falsche. Oh Mann, hör auf damit. Guck mal, er. Na? Nein. Wieder ist mitten im Angriff. Ich bin auch mitten im Angriff. Na und? Nein, nein, nein. Ja, du lachst, wenn ich das nicht schaffe, ja, hallo? Aua. So, er brennt, sehr gut. Und ich wirklich gedacht, dass den Gegner so zu erledigen, ich weiß es ja nicht. Hilfe. Komm schon, komm schon. Töte ihn, töte ihn. Hilfe. Das war nicht, wo, au. Wodurch er die ganze Zeit wiederbelebt wird, aber ich find's gut. Aber er brennt wieder sehr gut. Ich bin wieder tot. Mann, hör auf damit. Ey, ich krieg ihn ja gar nicht mehr zum Überleben hier. Hilfe. Schon verreckt, du hast ja nicht mehr so viel, ey. Du willst aussterben, oder? Na schon. Er hat aber üble Angriffe, ne? Er ist ja langsam nicht mehr normal. Bis dich, bleib weg. Komm schon. Irgendwas. Der hat immer noch so viel wie zum. Kriegt den seinen letzten AP nicht runter. Komm schon. Ja, doch gelacht, ey. Das habe ich meinen vierfachen Dings wieder. Der wahrscheinlich voll schnell weg ist wieder. Egal. Hilfe! Was zum Teufel? Ist jetzt passiert? Er setzt doch nicht von allein sein Dings ein, oder? So, nein! Leute. Nein. So, jetzt bitte ran. Boah, jetzt mach ich dich platt, komm her. Oh, der ist gleich sowas von tot. Sehr gut. Komm schon, das wird doch wohl reichen, oder? 60.000? Ich glaube nicht. Verdammt! Nein, wird's nicht! Verdammt! Nein, das gibt's nicht!
Komm her. Irgendwer. Nein! Was ist das? Willst du mich doch verarschen, ey? Mach ihn fertig! Jawohl! Boah! Oh mein Gott! Beim Tempo und Bibernklaue bekommen, sehr schön. Boah, ey. Letzte Ex-Monster haben wir auch erledigt. Ich krieg die Krise, ey. Weiß nicht. Dwellin, ja, meinetwegen. Boah. Haben wir den auch besiegt, ey. Ich krieg die Krise. Der ist eiskalt stärker geworden. This is the sort of place that puts one's mind at ease. So, Xenobronk X. Boah, alle haben wir erledigt, ne? Kein neuer? Okay. Ja. Ah, sehr gut. Geh ich was dafür? Nee. Oh, Lachs, okay. Sehr schön. Ei, ei, ei. Ey, ich brauche eine Pause. Erstmal ja nicken. So, und was jetzt? Keine Ahnung, ne? Also ich kann nur die illusionäre Dunkelheit ein bisschen erkunden auf Screen. Ich könnte jetzt Dingens, weiß nicht. Im Kolosseum nachgucken. Mal sehen. Hey, 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 hey. Wahrscheinlich level ich noch bis Level 200. Ich glaube nicht, dass das so lange dauern wird. Ich habe ja Urlaub, ich habe ja Zeit. Dieser geile. Na gut. Ich werde das Spiel auch mal zu Ende bringen, damit ich das Offscreen noch mal zocken kann. Irgendwann. Aber erstmal speichern wir. Hey, hey, hey. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2, was auch immer wir da machen werden. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.